So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Thema, was, denke ich mal, jeden Golfer interessiert, und zwar mehr Länge vom Tee, ohne dass man jetzt groß trainieren müsste, vielleicht sogar gar nicht ein Fitting machen muss, sondern einfach verstehen muss, was so die großen Baustellen sind, die wir halt einfach fast in jedem Fitting eigentlich sehen und wo man eigentlich dem Spieler gleich sagen kann, okay, das ist ein Problem oder das und das ist ein Problem. Und wir haben uns jetzt mal drei Dinge ausgesucht, die für uns einfach den allergrößten Einfluss auf die Länge haben. Ja, genau. Also das sind wirklich Sachen, die wir jetzt, ja, seitdem es uns gibt, seitdem wir das jetzt hier machen, ist es immer wieder das gleiche Thema. Das wissen natürlich auch die meisten Personen. Und die meisten Personen sagen auch, okay, sie wollen dran arbeiten oder sie wollen es mit dem Schläger kompensieren, weil man kann immer auch mit dem Schläger etwas kompensieren. Genau. Kommen wir gleich mal zum allerersten. Die Leute wollen mehr Länge, kaufen sich also einen Low-Spin-Driver und mit dem, es gibt es ja immer von jeder Marke, Low-Spin bedeutet einfach, dass die Schlagfläche nicht geschlossen steht, sondern tendenziell gerade, wenn nicht sogar offen. Ja, und da gibt es gleich mal das erste Problem: Wenn wir von außen kommen und die Schlagfläche offen ist, dann ja, haben wir halt das Problem, dass die Bälle noch stärker nach rechts gehen. Ich kann das ja mal vormachen. Das heißt, wir schlagen jetzt mal, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Grad von außen. Wir hatten natürlich auch schon mal, es gibt da Leute, die kommen 14 Grad von außen. Aber jetzt mal 5, 6 Grad von außen. Ball fliegt extrem weit rechts. Und natürlich viel, viel Spin. Also da geht eigentlich genau das Gegenteil. Low Spin Driver bekommt auf einmal über 4000 Spin. Ja, das haben wir ganz, ganz oft. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal eins draufgelegt, dann noch einen hochwertigen Ball, also sprich einen Pro V1X, der nochmal mehr Spin geben soll. Ich versuche mich jetzt mal links auszurichten. Das bedeutet einfach, dass wir die Schlagfläche schließen können. Ja, es ist schon dann schwierig, dass der dann gerade wird, weil der halt immer nach rechts will. Ich muss mich noch weiter nach links ausrichten. Und da muss ich dann wirklich dagegen steuern. Wie viel Grad hatte der jetzt von außen? 8 Grad oder sowas, oder? Ja. Wird schwierig. Ja, aber das ist jetzt das Problem. Du musst dich immer weiter nach links orientieren und ausrichten und verstärkst diese Tendenz dann noch immer mehr. Also der war jetzt fast 10 Grad von außen. Und auch gar nicht so schlecht getroffen, also nahe am Optimum. Das ist normalerweise aber anders. Also die Treffer sind normalerweise eher innen. Genau, und dann haben wir noch mehr Spin. Also du hattest halt selbst mit dem Treffer, der eigentlich gut war für den Driver, also ein bisschen an der Spitze, ein bisschen oben, das sind eigentlich die Treffer, die weniger Spin geben, hast du 3800 Spin generiert. Das liegt einfach daran, dass du einfach im Verhältnis zu deiner Schwungrichtung die Schlagfläche 7 Grad geöffnet ist, und offen heißt halt auch immer mehr Loft hinzufügen. Und ja, das Ganze macht den Drive einfach kurz. Abgesehen davon, dass du natürlich mit dieser Kurve, das sind fast 20 Grad, die sich der Ball nach rechts bewegt, natürlich auch entsprechend Länge verlierst, weil du natürlich mehr Meter machen musst in dem Sinn. Ja. Also das wäre jetzt mal eigentlich ein ordentlicher Treffer, der aber vor allem wegen der Schwungrichtung einfach nicht gut ist. 180 Meter bei 90 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit für einen guten Treffer ist jetzt nicht das, wonach wir aus sind. Gut, also jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder wir trainieren den Slice ab, da könnten wir auch mal ein Video drüber machen, wie das funktioniert, wie man sich vielleicht am einfachsten tut. Jetzt geht es aber gar nicht darum, sondern wie bekommen wir jetzt mehr Länge mit diesem Schwung. Und da gibt es jetzt die Driver, die Rogue-Serie, Rogue Max D, bedeutet einfach, die Schlagfläche ist geschlossener. Loft her ist gleich, aber diese Schlagfläche wird mir deutlich, deutlich helfen, weil sie mehr nach links zeigt. Genau, also ich stelle den schon hin und er zeigt schon total nach links. Ist halt wirklich eine Hilfe, weil, also eigentlich, das müsste man auch mal messen oder so, aber man sieht es, glaube ich, hier jetzt im Video gar nicht so stark, aber der zeigt wirklich 5 bis 10 Grad nach links. Ja, im und, Video ist das immer echt schwer darzustellen. Ja. Aber so wie er jetzt so steht, ist das halt genau das, wenn jetzt jemand sagt, ach, ganz ehrlich, ich spiele alle zwei Wochen einmal Golf, ich will gar nicht so an meinem Schwung arbeiten, ne? Dann ist das, und wir nehmen noch einen anderen Ball, weil der Pro V1X wird jetzt wahrscheinlich etwas schwierig. Und jetzt, wir haben vorher 90 Meilen geschwungen,
was waren wir, 185 Meter. Ja, 180 Carry. 8 Grad von außen, 9, 10 Grad von außen. Versucht das gleiche wieder. Er war jetzt ganz dünn getroffen. Mal schauen, wie viel das der von außen war. Ich bin keine Maschine. Ja, schauen wir mal, wie schnell er war. Ja, aber auch schlechter getroffen. Auch schlechter getroffen, auch nur 4 Grad, 3, 4 Grad von außen. Das machen wir jetzt nochmal mehr. Ja. Ball war gerade, es ist immer schwierig, das perfekt zu machen. Es fühlt sich natürlich deutlich härter an. Also, das muss man schon auch sagen, so einen Ball. War der jetzt wieder schneller, glaube ich. Aber jetzt bin ich wirklich stark von außen. Spin ist immer noch relativ hoch. Ja, der war jetzt 9 Grad von außen. Treffer ist immer noch schlecht unten. Der getroffen. War wirklich schlecht, ja, aber wir haben hier jetzt schon 14 Meter mehr Carry gewonnen. Gut, der war jetzt 2 Meilen schneller, aber 2 Meilen macht keine 14 Meter. Schön wäre es, wenn es so wäre, aber ist nicht so. Aber was wir gleich sehen, dynamischer Loft deutlich niedriger, Launch-Engel deutlich niedriger, Schlagfläche nicht mehr so geöffnet. Und allein deswegen schon der Spin tendenziell niedriger. Und der Treffer war jetzt auch echt nicht gut. Also normalerweise hier unten geben wir noch viel, viel mehr Spin, aber wir haben jetzt noch mal viel weniger Spin wie vorhin. Ja, also gleiches Spiel. Ja, also der war jetzt sicher nicht schnell und also das ist gleich auch nicht so, weniger von außen. So viel besser. Und das ist auch das, was wir den Leuten immer wieder sagen, mit Schläger neu kaufen oder was auch immer. Es muss nicht immer Sinn machen, aber genau bei jemandem, der von außen kommt, der dieses Problem hat, da holen wir eigentlich immer am meisten Meter raus. Und da sind auch 20 Meter oder so oftmals bei den Leuten locker drinnen. Ja. Wenn also, du den jetzt noch gut treffen würdest, ja, ein bisschen weiter oben, dann wäre es... Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, der war jetzt satter getroffen. Hat sich weiter oben angehört jedenfalls. Ich komme halt auch steiler zum Ball und somit wird das Balltreffen dann auch wieder schwieriger. Gut, der war jetzt nur 4 oder 5 Grad von außen, war jetzt mittiger getroffen. Ja, aber da sieht man dann gleich den Unterschied. Er war jetzt nochmal langsamer, also eine Meile auf jeden Fall langsamer, aber auch 21 Meter Carry länger. Und der war jetzt noch nicht so gut wie der vorhin mit dem Stealth, den wir gesehen haben. Aber die Bälle sind gerade. Die Bälle sind einfach gerade. Oder gerade er. Gut, das war jetzt unser erster Punkt, von außen schwingen. Als nächstes haben wir uns ausgesucht, der Attack Angle. Und zwar Attack Angle ist im Prinzip immer die waagrechte Linie sozusagen oder die Neigung, mit der man zum Ball kommt. Man kann entweder in der Aufwärtsbewegung treffen oder in der Abwärtsbewegung. Beim Driver ist es so, man möchte ihn immer eigentlich in der Aufwärtsbewegung treffen. Warum? Dadurch, dass man ihn in der Aufwärtsbewegung trifft, kann man im Prinzip den Spin besser steuern. Also man kann den Spin so rausnehmen und den Launch erhöhen. Und wenn man jetzt mehr Länge haben will, dann braucht man eigentlich nur zwei Dinge, mehr Launch und weniger Spin. Das ist so das Rezept für Länge. Und ja, das Problem ist halt, die meisten Amateure kommen leider von oben auf den Ball. Also ähnlich wie die Eisen von oben nach unten in den Boden, und beim Driver ist das dann leider genauso, egal wie hoch sie ihn auftieren meistens, passiert es eher, dass sie ihn nicht in der Aufwärtsbewegung, sondern in der Abwärtsbewegung treffen. Genau, ja, also um das geht es jetzt. Das heißt, ich habe ganz flach aufgeteet. Die meisten, die von oben zum Ball kommen, machen, wie du schon erwähnt hast, einen Eisenschwung und wollen ja zuerst zum Ball und dann zum Boden. Das heißt, die Bodeninteraktion ist auf jeden Fall immer da, und man sieht dann bei den Leuten auch immer, dass der Driver ja extreme Spuren hat, ja. Weil der natürlich immer etwas in den Boden geht. Wo man jetzt bei jemandem, der etwas besser spielt, der vielleicht einen Ball ab genauer trifft, da sieht man dann deutlich, deutlich weniger Spuren im Driver. Das heißt, wir teen wenig auf und schlagen mal von oben auf den Ball. Ich würde jetzt sagen, ich komme neutral zum Ball. Ja. Ich komme jetzt nicht großartig von außen oder von innen, sondern mal normal. Okay, der war jetzt leicht offen, aber wir sehen schon, dass wir einfach wenig Höhe haben. Spin her, eher auf der hohen Seite, aber das würde ich jetzt gar nicht so als das Problem sehen. Nee, das Problem ist halt eher, wir haben halt jetzt nur 13,4 Grad Loft. Ja. Dadurch, dass du so
also fast 5 Grad von unten, von oben kommst und der Driver hat, wie viel haben wir, 10,5 Grad 10, im Kopf? 5, ja. Genau, und 10,5 minus 5 Grad bedeutet halt schon mal zwangsläufig, dass du da viel, viel Loft eben rausnimmst, entsprechend Launch-Engel, auch wenn der jetzt ein bisschen unten getroffen war, aber Launch 6 Grad ist nicht das, was wir haben. Ist möchten. Einfach zu wenig, ja. Also das Rezept für kurze Drives ist einfach ein flacher Launch und viel Spin. Genau. Sehen Sie auch hier, 92 Meilen, 7 Grad Launch, 3000 Spin und nur 193 Meter Carry. Ja. Jetzt mache ich nur einen mit geschlossen. Ja, der war jetzt schon besser. Ja, der hat sich auch gut aber angehört. Das grundsätzliche Problem bleibt. Okay, dann nutzen wir jetzt einfach mal ein höheres Tee. Gleicher Ball, gleicher Schläger, alles gleich. Nur ich versuche jetzt in der Aufwärtsbewegung zum Ball kommen. Ich versuche natürlich auch wieder die gleiche Geschwindigkeit einzuhalten. Ja, 91 Meilen. 91 Meilen. Okay, ich glaube, ich bin gerade zum Ball gekommen. Kleiner Draw entsteht jetzt natürlich. Wir haben mehr Höhe. Ich denke mal eher weniger Spin. Ja, 2,6. Ja, bisschen außen getroffen. Der war jetzt allerdings noch nicht wirklich, also 0,8 ab ist jetzt in Ordnung, aber da geht schon noch deutlich mehr. Da geht schon noch mehr, ja. Aber wir sehen es auch gleich hier vom Launch her, 13,4. Viel, viel höher. Okay, der war wieder jetzt normal. Ich glaube, dass ich da jetzt wieder einen Ticken mehr Gas gegeben habe. Vielleicht ein, zwei Meilen schneller. Ja. Es ist 93 Meilen, okay. Trotzdem. Ja. Aber da sehen wir schon mal den extremen Unterschied. Also wir haben jetzt 19 Grad dynamischer Loft, aber 2,4 Grad abwärts. Das bedeutet im Prinzip, der Spinloft ist jetzt so ideal, dass wir tatsächlich auch wenig Backspin bekommen, 2000. Das heißt, wir haben jetzt genau das, was wir möchten. 15 Grad Launch ist eher schon auf der hohen Seite. 10,5 Grad Kopf, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für diesen Schwung der ideale wäre. Wahrscheinlich wäre man mit 9 Grad dann nochmal besser unterwegs. Aber die 15 Grad Launch und 2000 Spin ist jetzt schon sehr, sehr nah am Optimum. Und gut, eine Meile vielleicht, wenn wir rausrechnen. Aber 224 Meter mehr ist natürlich eine Ansage. Das ist im Vergleich zum Slice-Schwung vorhin zum Beispiel, sind es halt einfach 44 Meter. Was wir Carry jetzt schon Unterschied haben. Gut, kommen wir zu unserem dritten Fehler und das ist der falsche Kopf bzw. der falsche Loft. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es natürlich auch in also zu viel Launch. Das bedeutet, wir nehmen jetzt auch mal einen 12 Grad Kopf. Ich schwinge den ganz normal, diese 90 Meilen normal, da sollten 12 Grad für mich deutlich zu viel sein. Das können wir uns ja gerade mal anschauen, was es da für Unterschiede gibt. Ja gut, man sieht, glaube ich, schon sehr, sehr hoher Ballflug. Ja. Von der Länge her jetzt natürlich auch nicht ganz das, was wir rausholen können. Relativ viel Spin. Ja, fast 22,7 dynamischer Loft, 16 Grad Launch, 3700 Spin. Das ist schon von allem zu viel. Ja. Der war dünner getroffen. Aber an sich ist der auch relativ hoch und knapp 200 Meter ist natürlich auch nichts. Ja, dünner Treffer heißt, der Launch ist jetzt ein bisschen flacher, hier 13 Grad, aber das, was wir vorhin meinten mit Spinloft, du warst jetzt 0 Grad ab, also einfach komplett neutral, hast aber 22 Grad dynamischen Loft. Also das ist einfach viel, viel zu viel. Und die 13 Grad Launch, was ja gut ist, bekommst du nur hin, indem du ihn dünn triffst und dünn treffen heißt auch wieder viel, viel Spin und dann sind wir im Prinzip wieder da, wo wir vorhin waren. Flacher Launch, viel Spin ist nicht das Rezept für Länge. Also 196 Carry, 211 Total für 92 Meilen. Also der war jetzt nicht wesentlich langsamer wie eben. Gut, dann gehen wir jetzt mit dem nächsten. Das ist jetzt ein 9 Grad Kopf, ist natürlich etwas gewagt. Also 9 Grad ist jetzt relativ wenig, aber bei meinem Schwung, wenn ich gerade zum Ball komme, wenn ich von unten zum Ball komme,
dann kann man das so auch spielen. Ja. Ich meine, ich gebe jetzt so oder so nicht Vollgas. Ich habe jetzt hier einen Ventus Blue 5 Airschaft. Das heißt, wir wollten ja jetzt um die 90 Meilen spielen und nicht Vollgas schwingen. Aber auch jemand um 90, 92 Meilen kann auch 9 Grad spielen, wenn er sauber zum Ball kommt. Okay, der war jetzt relativ weit oben getroffen. Kleiner Draw, ich glaube nicht, dass ich zu schnell war. 91 Meilen, das stimmt schon. Ja. Jetzt natürlich extrem wenig Spin. Ja. Weil er oben getroffen war. Leicht unterschlagen gibt dann auch wenig Spin. Ah, okay, der war jetzt etwas offen. 90 Meilen, aber wir sehen, wo dann die Reise hingeht. Wie weit, dass wir einen Ball hauen können. Das war jetzt natürlich extrem. So wenig Spin sollte er nicht haben. Das muss man auch aufklären. Ja. Weil da vielleicht jetzt auch einen anderen Kopf in 9 Grad geben. Ich habe jetzt das Stealth Plus Modell. Das gibt mit am wenigsten Spin. Da wäre wahrscheinlich der normale Stealth besser gewesen. Ja, muss man sagen, das haben wir jetzt ein bisschen überreizt, sage ich mal. Da sind wir jetzt schon, also gerade auch bei diesen Treffern, ein bisschen an der Spitze, ein bisschen oben, bist du vom Spin einfach dann zu niedrig. Also das möchten wir jetzt auch nicht. Genau, weil dann wird es schwierig, den zu kontrollieren zu können. Genau, was wir jetzt nicht gemacht haben oder angesprochen haben, ist, dass diese Fehler jetzt isoliert betrachtet wurden, sage ich mal. Meistens ist es halt so eine Kombination aus allem irgendwo. Ja. Also gerade die ersten beiden Punkte mit Angle of Attack down und Schlagfläche offen und Schwungrichtung von außen, das sind so die beiden Klassiker, die eigentlich selten isoliert vorkommen. Das kann es geben, ja. Dass einer zum Beispiel nur von außen kommt, aber abschwingt zum Beispiel oder umgekehrt, dass einer eigentlich neutral am Ball kommt, aber von oben. Meistens ist es dann immer eine Kombination aus allem und eben auch die Laval des Lofts oder des Driverkopfs. Genau, und deshalb, das waren jetzt mal unabhängig großartig vom Schläger. Also man kann da natürlich auch noch mit Schwunggewicht, Schaftgewicht, Schaftlänge und so weiter arbeiten. Das haben wir jetzt auch alles mal ausgeblendet, sondern einfach mal so die grundsätzlichen Sachen. Und ja, vielleicht erklären wir das in einem nächsten Video noch, wie man einen Slice ganz wegbekommt, weil das ja immer wieder die Thematik ist. Und ich weiß auch von vielen, dass sie da wirklich kämpfen. Und da gibt es so ein paar Tricks, wo man machen kann, dass man das wegbekommt, aber grundsätzlich sind diese Fehler einfach ganz oft da und wir wollen ja nicht, also wir sind nicht für den Schwung zuständig. Wir versuchen nur anhand von dem, wie man schwingt, versuchen wir das beste Material zu finden. Ne? Und das ist eben so diese paar Sachen, wie jetzt mit, zum Beispiel mit dem Kopf, dass der Anti-Slice und so weiter, da kann man halt oftmals echt viel rausholen. Ja? Und das wollten wir einfach mal so wiedergeben. Okay, ja, wir hoffen, das war hilfreich. Ich denke, nützlich sollte es für jeden sein, weil jeder so seine Schwächen hat beim Driver und auch mehr Länge haben sollte. Von daher gehen wir mal davon aus, dass es für den einen oder anderen doch interessant ist. Genau, das war's von dem Video. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.